Einen Wasserkocher hat fast jeder zu Hause. Im Vergleich zum Wasserkochen auf dem Herd ist so ein Gerät wesentlich praktischer. Es geht schnell, es schaltet sich allein ab, doch es hat auch Nachteile. Die will ein Berliner Erfinderteam beseitigen. Einer von ihnen? Vahtang Budagashvili erklärt, warum man mit Wasserkochern zum Beispiel Strom verschwendet. Beim Wasserkocher hast du das klassische Problem. Einerseits ist das Heizelement nicht mit in Berührung mit der Flüssigkeit, nicht mit dem Wasser. Das heißt, da ist eine Heizspirale hier drin, die wird durch Strom erwärmt, aber die ist natürlich hier nicht sichtbar. Das heißt, die muss den Boden erwärmen und der Boden muss die Flüssigkeit erwärmen und das ganze Ding wird heiß am Ende. Und irgendwann muss das Ding ja auch ausgehen. Und das Problem bei den Wasserkochern mit einem Schalter ist, dass er Dampf benötigt, um auszugehen. Und wenn ich weniger Flüssigkeit einfülle, dauert das auch noch mal viel länger, bis der ausgeht. Vahtang und sein Kollege David Riding haben ein Gerät entwickelt, das eine neue, noch schnellere Art des Wasserkochens verspricht. Dabei soll kaum noch Energie verloren gehen. Die Erfindung besteht aus einem Untersatz, der Basis, einem Metallstab mit Temperatursensor und drei unterschiedlich großen magnetischen Aufsätzen. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt sich eine ganz normale, haushaltsübliche Tasse aus Glas, Porzellan, Kunststoff, völlig egal. Man stellt sie auf die Basis und befüllt sie mit einer Flüssigkeit. Ich mache das mit Wasser, dann kann man auch wunderbar sehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist nämlich schon ein Viertel Liter. Eine Tasse ist sehr groß und dann sucht man sich eben eine Scheibengröße aus, die dazu passt, die auch in die Tasse reinpasst. Ich nehme mal die mittlere. Auf dem Bildschirm kann man sich dann die Temperatur aussuchen. Wir gehen mal auf 100 Grad. Und dann muss ich den Stab nur noch eintauchen. Und schon geht der ganze Spaß los. Binnen weniger Sekunden siedet das Wasser. Wenn das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, geht es auch von alleine aus. Oder man kann es auch selbst abschalten, indem man sagt, okay, vielen Dank, das ist heiß genug. Und dann kann man das konsumieren. Das funktioniert mit Induktion, ähnlich wie bei modernen Herdplatten. In die Basisstation haben die beiden eine speziell für ihre Anwendung entwickelte Spule aus Kupferdraht gebaut. Die erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Das erwärmt den Magnet am Stabende und damit die Flüssigkeit im Glas. Der Sensor im Stab überwacht die Temperatur. Wir möchten wissen, wie viel Energie die Erfindung im Gegensatz zu einem herkömmlichen Wasserkocher verbraucht. Beide Geräte befüllt Vahtang mit genau 250 Millilitern Wasser. Mit einem Strommessgerät wird er den Energieverbrauch messen. Und er stoppt die Zeit. Wir haben extra einen höherpreisigen Wasserkocher ausgewählt, der besonders leistungsstark und effizient arbeiten soll. Nach 59 Sekunden kocht das Wasser. Verbrauch 0,036 Kilowattstunden. Nun die Erfindung. Vier Sekunden schneller. Der Verbrauch 0,024 Kilowattstunden. Außerdem kann man die Erfindung mit fast jedem beliebigen Gefäß nutzen und darin neben Wasser zum Beispiel auch Kakao oder Milch erhitzen. Sogar Suppe mit Einlage soll sie in Sekundenschnelle erwärmen können. Ich glaube, das kriegen wir hin. Solange ich schön dabei rühre, sollte nichts passieren. Ob die Suppe wirklich warm ist, überprüft nun unsere Einfach-Genial-Reporterin. Oh, nicht zu heiß? Richtig warm sogar. Vorzüglich. Perfekte Temperatur. Wunderbar. Test bestanden. Dankeschön. Noch befindet sich die Erfindung im Prototypenstatus. Ende des Jahres wollen die Erfinder dann Wasserkochern und Co. Konkurrenz machen.